Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem super durchgeplanten professionellen Forest-Video. Ich fühle mich auch ganz unangenehm, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Junge, was hast du überhaupt. Louis, was hast du da überhaupt an? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich hab der Stürmer, dass das Outfit geklaut. Das Ding ist total ein Typ. Ich weiß, aua. Ich weiß ja nicht, aua. Du weißt, aua, Digga. Aua. Kannst du bitte aufhören? Also. Lässt du wohl Marios Rucksack an, oder? Okay. Oh Gott. Ja. Nexo. Das sieht jetzt nicht besser aus von der Positionierung, Nexo. Ich weiß auch nicht, was hier gerade abgeht. Ja, Kubi leckt hier dem Nexo die Schuhe ab. Jetzt. Nexo Bock auf einen Crosshatter so. Wir hatten heute das Ziel, dass wir einfach einen Modus entwickeln wollten. Einen Forest, wo man 2 gegen 2, 3 gegen 3 spielen kann. Und währenddessen ist ein paar witzige Momente entstanden. Das heißt, das wird ein Funny Moment Slash sogar ein kleines Entwicklungsvideo. Das heißt, ich bin gespannt, was ihr sagt. Viel Spaß und let's go. Liegt nochmal auf. Was? 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 Was ist was passiert denn mit dem Kobi, Alter? Der wird der richtig sein. Genau, wir gucken jetzt erstmal nach einer geeigneten Stelle hier. Da kann man eigentlich so schön locker flockig hier seine Basis oben aufbauen. Ja, sonst hätte ich halt gesagt, irgendwo am Strand. Was hast du hier für Probleme mit mir? Ich bin doch ganz friedlich und lieb. Oh Gott, das sieht so gruselig aus. Wenn du die beiden Arme oben hast. Ja, ne, das ist so richtig dämonisch. Was? Oh, machen wir hier? Ich fühle mich, als wäre ich ein bisschen so ein Mobbingkreis. Ja, ist ehrlich so. Was? Jetzt wird's abgefahren. Drehköpfe. Alter, Joris, Alter, der rast gleich schon wieder aus. Du hattest einen unmoralischeren Kampf, als ich mit toten Rehen zu schlagen hätte wollen. Nein, nicht. Oh nein. Nein, nein. Oh, Nexo. Junge, das ist ganz schön gefährlich, was du mit uns machst, Junge. Ich bin mir nur Monster durch den Junge, Wald, dann Junge, der klatscht auf mich drauf. Oh mein Gott, wie klar. Nein, oh mein Gott, das war Alter. Digga, das ist voll die Challenge, Mann. Wie lange ist das, Mann? Eieiei. Junge, die Mammeln. Alter. Ich muss mich gar nicht mitbewegen. Ja, ist das abgefuckt. Ich kann keine Arme mehr tragen. Schade. Ja. Ja. Es regnet Beine. Oh mein Gott, mit diesen Armen. Junge, wie laut ich die... Junge. Ich will nur so eine Kettensäge ankommen. Ein Chef. Ein Fernseher. Also ich hab mir halt so... Hä? Ja. Hab ich den nicht grad wieder geholt? Nein. So, weil ich wollte jetzt erstmal... Hallo? Oh mein Gott. Was geht jetzt ab? Was passiert denn mit dem... Hi, wie geht's so? Oh mein Gott, jetzt... Meine Ohren. Warum ist die Qualität denn auch so schlecht? Wer dann, Louis? Das sind nur Funkgeräte. Ich kann nicht so viel. Ah, das ist also die Ausrede für schlechten Ingame-Voice-Chat. Ist das belastend? Oh Gott, klingt das schlimm. Nur mal mit dem ganzen Baumenü wieder mal irgendwie zurechtfinden. So, ich wollte erstmal ein Fundament errichten. So. Also. Alter, Paul. Wie machst du Instant-Building? Was geht, Homies? Jo, was na, du jetzt so ein Haus was hast du, einen Stein? Was man vielleicht hier drauf machen könnte, was hast du da? Was ja, also. Hier, oh, endlich wieder, danke. Meine Herren. Was wird hier jetzt gedealt? So, wir müssen ja, danke. Alter. Was? Genau, das heißt generell als Plan sollten wir nochmal kurz festlegen. Also, unsere generelle Idee ist für das Video, dass wir so ein bisschen ein Verteidigerteam haben und ein Angreiferteam. Wir werden hier eine Basis aufbauen und ja, ich denke mal, 2 Leute verteidigen die dann und 3 Leute greifen an oder so, ne? Und dann mal gucken, welches Team genau. Dann. Genau, das ist die Idee und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir unsere Basis hier zusammenbauen können. Let's go, bin mal gespannt. Okay, dann lass mich mal angucken. Oha, was baut ihr? Oh, wie nice das aussieht. 3 Treppen, kompletter Overkill. Was ist auch das? Der Baum geht schon wieder. Ja.
Ja, Mann. Da oben. Ganz witzig, was er hier gebaut hat. Ja. Also auf jeden Fall, das Grundgerüst steht. Jetzt kann man so ein bisschen noch feintunen und so. Es muss ja nicht wie die Schönheit aussehen, weil es halt immer noch verfolgt. Okay, das war ein sehr toller Witz. Okay, super sehr geil. Stolz drauf, muss ich sagen. Digga, mit diesem Ding kannst du da reingehen. Ach so, leider. Und du bist jetzt hier. Siehst du das nicht? Du rennst da so die ganze Zeit durch die Gegend. Und wenn du da reingehst, sieht das so aus. Ja. Kompletter Overkill. Was? Alter, das ist ja mega geil hier, dieses Aussichtsding hier. Alter, du Arsch. Ja. Das ist halt Minecraft für Erwachsene. Ja. Oh ja, das sieht doch hier aus. Ja, das. Ich komm nicht raus. Pass auf. Na, du musst mal. Ja, genau, da muss man lang. Ja. Lol. Okay, ich hab schon mal einen Bug gefunden, Nexa. Hä? Ich hätte schon 10-mal geschafft oder so. Das geht. Hey. Ja. Tatsache. Ich bin ja gerade auch blöd. Na oh! Was hast du für dann? Was? Okay. Was los? Oh, ja, what the fuck? Oh, was ist hier denn? Mega. Oh, sorry. Hey. Sorry, nicht. Ich sollte nicht den mit dem. Ich sollte nicht den mit dem Kettensäger angreifen. Kannst du jetzt hier noch reinkommen? Verstehst. Na Junge? Oh mein Gott. So, wir haben dann doch noch einiges vorbereitet offscreen und jetzt kann unser erster 2 gegen 2 Modus mal in die erste Testphase gehen. Ihr seht eine Testrunde und wenn ihr Bock habt, mehr davon zu sehen, vielleicht im Stream, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, weil wir haben es extra aufgebaut. Es ist eine geile Sache. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit der Testrunde und let's go. Auf ein gutes Spiel. Gut, genau, auf ein gutes Spiel. Wir geben gleich nochmal Bescheid, ja? Wir machen einfach kurz über Funk, ja? Genau. Jo. Okay, gut, bis gleich. Ganz witzig, vor allem wie in so einem Roleplay. Ja, ist ehrlich so, ne? Das war verrottet. Toll. Die Info kam ein bisschen spät, Kollege. Nimmst du schon auf? Ja, dann würde ich sagen, auf ein gutes Spiel. Dann auf ein gutes Spiel. Let's go. Ich würde auch sagen, auf ein gutes Spiel. Let's go ab jetzt. Oh mein Gott, ich fühle mich nicht richtig. Ich kann nicht das Augen verlieren, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, wir müssen immer gucken, bist du das oder so. Wir müssen irgendwie so springen oder so. Sollen wir eigentlich Lichter machen, weil dann sehen die uns. Ne? Dann sehen die uns komplett. Ich würde sagen, kein Licht. Okay, was machen wir? Wir bleiben zusammen, oder? Ja, würde ich sagen. Meinst du, die würden denken, dass wir von rechts ankommen? Glaube ich nicht. Also ich weiß halt, man kann halt hinten rumschwimmen. Meinst du, man hört das schwimmen? Ja. Wir könnten halt. Ich finde es nicht so risky, muss ich sagen. Wenn wir so richtig weit von rechts ankommen. Wir können es uns halt nicht wehren, ne? Ich glaube, wir können nicht schießen mit dem Bogen. Ja, das stimmt, aber wenn wir so tauchen und ich weiß nicht, wie doll man das hört oder sieht, das kann ich keinem einschätzen. Ich muss kurz gucken, habe ich überhaupt Pfeile mit genug? Ja, halt. Wollen wir das versuchen mit dem Schwimmen? Ich weiß halt, hinten kann man einfach reinschwimmen. Tore ja nicht aufmachen. Man kann einfach reinschwimmen. Ich bin ziemlich sicher. Es sei denn, Nexo hat das noch gebaut in letzter Zeit. Das kann natürlich sein. Wir können uns das erstmal angucken. Vielleicht sehen die uns von hier noch nicht. Ich weiß nicht, wie weit man gerendert wird. Kann echt nicht einschätzen. Ich glaube, entweder wurde gerade ein Pfeil in meine Richtung geschossen. Oh mein Gott. Sollen wir ins Wasser? Nee. Wollen wir das beide versinken? Ja, ich oder? Ich kann halt echt einschätzen, ob die uns sehen oder nicht. Ja, doch, da kann man sehen. Ja, fallen. Die sehen uns, oder? Hier ist einer gelandet. Guck mal, ich sehe, einer ist auf dem Turm, siehst du? Ja. Die haben uns komplett gesehen. Da kommt einer auf uns zu. Ich schieße ihn ab.
Und er ist immer noch am Turm. Also soll ich mal hier versuchen, was kaputt zu machen? Ich helfe dir. Das Ding ist vielleicht, wenn wir vielleicht in der direkten Konfrontation sind, können wir gar nicht mehr. Ich sehe den anderen. Ich sehe, ja. Ich darf direkt vor uns, ist noch ein anderer. Guck mal, ja, du siehst es. Ah, lol, der steht einfach direkt. Falsche Waffe. Oh mein Gott, das ist passiert. Das ist passiert. Ich weiß nicht, ob wir ihn einmal getroffen haben. Leute, der Bogen ist so unpräzise. Ja, ich weiß nicht, ob wir. Das ist. Es gibt halt keinen Hittenmarker, ne? Doch, jetzt habe ich ihn getroffen. Achtung. Wie scheiße, aber der Bogen. Ich glaube eher, du hast nicht getroffen, weil ich habe. Aber ich habe ihn getroffen, glaube ich. Oh shit. Oh yeah. Ich weiß halt nicht, wie viel. Ich glaube, ich habe gefühlt keine Pfeile mehr. Oh, Junge. Kaputt, ist kaputt. Okay. Ich blätter einen Turm hoch. Oh shit, er sieht mich an! das ist ne. Man kann Pfeile aufsammeln, das ist wichtig. Ah, shit. Oh mein Gott, der Turm ist zusammengebrochen. Oh Junge, was passiert hier? Kämpfst du mit Paul gerade? Kann sein. Bist du das? Nein, das bin ich nicht. Echt nicht? Hä? Aber ist das überhaupt einer von uns? Der hat keine Rüstung an. Ja, ich habe ihn die ganze Zeit kaputt gehauen. Wo seid ihr hin? Seid ihr im Haus? Ich hoffe, dass. Wo seid ihr hin? Wir sind beim zweiten Turm. Ich habe einen getötet. Du hast einen getötet? Ja. Okay, dann mache ich gerade mal das Haus kaputt, damit wir rein können. Oh mein Gott, hier war eine Falle. Alter! Hier ist ein Totensymbol, aber ich bin nicht tot. Ja, dann ist hier bei mir oben einer. Welcher bist du? Der hier hinter das Ding rennt gerade. Okay. Doppel, ja, komm, let's go. Reiner. Wir haben ihn. Let's go. GG. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Aber wir müssen erst das Ding noch zerstören. Haben wir gewonnen? Nein, wir müssen das Ding. Wir müssen das Ding noch zerstören. Achso, stimmt, wir müssen das Ding zerstören, ja. Was ist hier? Oh mein Gott, ja, das ist eine Falle. Ich weiß nicht, ob wir die einfach kaputt machen können. So, ich bin jetzt beim Kreuz. Okay. Ha! Nice. Hallo. Ich weiß auch gar nicht. Durch Zufall irgendwo da hinten langlaufen sie. Aber ich habe nur was Sachen gehört, das war richtig weird. Aber das war richtig spaßig, sich so anzusneaken. Das ist sehr clever, aber du warst direkt neben mir. Du hast mich wahrscheinlich einfach nicht gesehen oder so, ne? Doch, ich hab dich gesehen. Ah, okay, weil ich so hoch bin. Ich wollte einfach an dir vorbei, ich musste halt da durch. Ja, okay. Dann hattest du halt keine Rüstung mehr und ich hatte volle Rüstung. Und dann bin ich einfach. Ja. Das war ja dann kein fairer Kampf mehr so. Deswegen warst du dann down. Und dann war es auch kein fairer Kampf mehr. Du bist fast tot. Ja, und Paul haben wir dann einfach quasi zu zweit niedergemästelt. So, das war dann ja auch klar. Ja. Stell dir mal vor, man macht das so mit richtig viel. Ja, Leuten. Das ist ja prinzipiell einfach möglich, ne?